Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir den Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X mit dem 6er mittleren Panzer Bügel. Nein, ist nicht französisch. Nein, das ist der Pudel und zwar der Premium Panzer der polnischen Fraktion hier im reinen 6er Gefecht auf Mannerheim Linie. Ja, hier im Nordosten gestartet, ist hier im Zug mit Kleptomanix, mit der M44 6er Arti der Amerikaner. Ist ja meine Lieblingsarti geworden. So, bleibt er hier stehen auf der Position F8. Guckt mal, was sowieso vorbeifährt von den Gegnern. Ja. Panzer. 3 Heavies, 3 mittlere Panzer, 3 TDs, 4 Lights, 2 Artis und die Gegenseite hat einen mittleren Panzer mehr und dafür ein Heavy weniger. Ja, der gute Herbolzheimer hat hier 2 Gunmarks drauf und will sich die dritte Gunmark erspielen. Wie sollte es auch anderes sein? Er hat hier Munitionsverteilung 40 mal AP mit 135 Damage und 150 Durchschlag. 38 mal Premium Munition dabei, PCR mit 194 Durchschlag. 3 mal HE, 175 Durchschlag, 38. Nein, Damage, 175 Damage, 38 Durchschlag. So rum wird das was. So, verarztet er hier. KV-1 S und AMD 178B. Ne, 178, nicht 178, 178B. Ja, da habt ihr nur Aufklärungsschaden zu bekommen, Unterstützungsschaden und den KV-2. Geht's jetzt erstmal weiter. 1-0 steht es schon, 2-0. Ja, dann hat er kleines Medkit. Oh, was haben wir da? AT-8. Nee, da muss man nicht so. Kommt er da drauf? Oh ja, Capola. Ist die Kanone genau? Da gibt es Aufklärungsschaden. Nee, das lohnt sich nicht, das Schießen, glaube ich. Auch er trifft die Capola. Ein Schuss drauf. Und der AT-8 wird rausgenommen. 3-2 steht es schon. So, KV-2 sieht auch nicht mehr so gut aus. Der Gegnerseite 38 AP nur noch. Ja, auch eine schlechte Runde erwischt der KV-2-Spieler. Arti hält drauf. Oh, T-34-85M. 6er Premium-mittlerer Panzer der russischen Fraktion. Der nächste Premium-Panzer. Und raus mit dem Super-Carina. 5-2 steht es. Wir haben kleines Big-Kit, kleines Red-Kit. Dann haben wir hier, Schmalzbrote sind das, ne? Bei der polnischen Fraktion. Und das Scherenfernrohr, was er jetzt nicht braucht in dem Moment. Vielleicht am Anfang, ne? Da konnte er es gebrauchen, aber jetzt fährt er mehr vorwärts. Ja, und somit kommen wir zur Geschwindigkeit des Panzers. Auf freier Pläne und gerader Strecke und guten Untergrund macht das Ding 55 km/h, 20 rückwärts. Naja, 8 Grad geht die Kanone nach unten. Reloadzeit hier 3,3 Sekunden. Einziehzeit 2 Sekunden wird er haben. Wie gesagt, der 2 Gunmax drauf. Eine sehr gute und ausgebildete Crew. 370 Meter Sichtweite. Es steht 6-3 und wir haben gerade mal 4 Minuten rum. Noch nicht ganz. Ich glaube, das ist zurzeit ein typisches Gefecht, das innerhalb von 4 Minuten hier schon über die Hälfte des Teams gestorben ist. Der Gegenseite oder der eigenen Seite. Das hat man ja meistens so. Cromwell B. 2 Stück. Auch die Premium-Version. Ne? Berlin. Das B für die Berlin. Meistens, wenn es immer die Berlin-Tage sind, dann gibt es die im Shop. So, da ist der AMD 178. Nein, 1778B, ne? Also, jetzt habe ich es trotzdem wieder gesagt, ne? 1778. Oh, 178B, meine Güte. Ist auch egal. So, Cromwell nutzt die Situation hier aus. Der eine hat 27 AP, der andere 229. Ja, das könnt ihr normal machen, seid da draußen. 9-6 steht es, wir sind bei 1298 Damage, 225 geblockt. Ja, am dem Pudel blockt auch einiges. Wenn man damit umgehen kann,
Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich selber habe ihn nicht. Weil das wäre schon wieder ein Premium-Panzer in der Garage, der nur rumsteht. So. Kette und nochmal. Und da steckt den an und abgefackelt. Erster Kill. 13-7 steht es. Nur noch Hellcat. Und dann haben wir noch den Crusader. Oder Crusader. Je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ich nenne es kaputten Panzer mit vielen Löchern. Ab in die... Oh, da bounced er. Und raus damit. Zweiter Kill. Nur noch die Hellcat. Ja, da brauchst du gar nicht flüchten. Jawohl, ein in den Heck rein. Noch ein. Und... Ah, da fällt die Granate vorher runter. Ah, dann sieht die Hellcat nicht mehr, aber er hat getroffen. Dritter... Nee, er hat den Kill nicht gekriegt, aber wir sehen uns in den Stats. So war's. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, wie gesagt, den Kill auf den auf die Hellcat hat er nicht mehr bekommen. Ist auch ganz egal. Wir sind angekommen bei den Stats und hier... Dritte Genmark, wieder ein Panzer abgeschlossen. Ich weiß, war wieder Zufall. Ja, es geht immer weiter vorwärts mit den Herbolzheimer. Ein Panzer nach dem anderen. Macht doch hier die dritte Genmark drauf. Dann haben wir hier das Panzer, Assen, Speer, Schläger, Brandstifter, Duoland und dann Wirkungsfeuer 113.151 Credits. XP kommen wir später, Unterstützermedaille. Hier mal Teamscore 2155 Damage, 2 Kills 1323. Basis-XP und der Kleptomanix hat hier 1285 Damage, 2 Kills und 688 Basiserfahrung. Ja, stehen sie auch noch beide oben mit dem Damage an erster Stelle. Ja, dann gehen wir in den Report rein. 27 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 16 Mal durchschlagen, 413 Damage über 300 Meter, 300 geblockt ist so geblieben. Unterstützungsschaden 1682, macht einen kombinierten Schaden von 3837. Gefahren 1,67, also fast 1,7 Kilometer. Dafür gab es 47.146. Eine Mission habe ich nicht gesehen, hat aber aktiviert. 35.360 abzüglich Repair, Munition und Ration. Bleibt ein Plus von 31.856. Das Ganze in 6 Minuten 10. Die übliche Spielzeit, die zurzeit ist, immer so um die 6-7 Minuten. Dann ist die Kiste durch. Ne? Und dann haben wir die Basis-XP plus Premium-Fahrzeug 596 XP dazu. Platoon-Bonus 298 XP macht 2879 XP und 99 freie Erfahrung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zur nächsten Runde.